Und auch von mir nochmal herzlich willkommen an alle und schön, dass ihr alle da seid. Ich freue mich auf jeden Fall auch sehr, hier zu sein. Genau, ich würde einfach nur ein paar Worte zu meiner Person und genau zu meiner geplanten und schon stattgefundenen Arbeit verlieren. Ich bin also, wie Ingo schon gesagt hat, Juristin. Ich habe in Leipzig Jura studiert und im letzten Jahr dort mein Referendariat abgeschlossen und bin jetzt seit Januar bei der DGGS. In dem Zusammenhang ist ein erstes wichtiges Projekt, an dem ich sozusagen beteiligt gewesen bin oder auch mit initiiert habe, die Arbeit zu einem aktuellen Verordnungsentwurf der EU, eine Verordnung zur Verhinderung der Verbreitung terroristischer Inhalte im Internet soll das werden. Das ist ein ganz problematisches Gesetzgebungsvorhaben, mit dem Hostingdiensteanbieter verpflichtet werden sollen, binnen einer Stunde auf behördliche Anordnung vermeintlich terroristische Inhalte im Internet zu löschen und darüber hinaus auch Uploadfilter unter Umständen verpflichtend eingeführt werden können, mit einer ganz problematischen Definition von Terrorismus und sehr gefährlichen Missbrauchsmöglichkeiten für nationale Behörden. In dieser Sache haben wir diese Woche jetzt einen offenen Brief veröffentlicht, der ging an die deutschen Abgeordneten im zuständigen Ausschuss für bürgerliche Freiheiten im EU-Parlament. Ein weiteres wichtiges Thema bisher der DGGS oder jetzt sozusagen in diesem Monat ist die E-Privacy-Verordnung. Da geht es, also ist sicherlich auch schon vielen bekannt, um Fragen wie sollen Tracking-Walls verboten werden und sollen datenschutzfreundliche Browser-Einstellungen, Voreinstellungen verpflichtend eingeführt werden. Und darüber hinaus sind wir auch zusammen mit anderen Organisationen daran mit beschäftigt, den Digitalomat zur kommenden Wahl des Europaparlaments zu erarbeiten. Ein wichtiges Thema in 2019 kommend sozusagen wird für mich die E-Evidenz-Verordnung sein. Das ist auch ein sehr schwieriges Gesetzgebungsvorhaben, in dem es vor allem darum geht, dass Strafverfolgungsbehörden EU-weit die Möglichkeit erhalten sollen, auf elektronische Beweismittel zuzugreifen, und dafür muss noch nicht mal die Straftat in allen beteiligten Staaten eine Straftat sein. Ja, so viel als ganz kleinen Einblick sozusagen in meine Arbeit. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, Leute aus der Szene kennenzulernen. Ich freue mich über Input, Anregungen und jetzt erstmal auf einen spannenden netzpolitischen Abend.